Jo Leute, willkommen zurück zu Grand Phantasia, dieses Mal auf dem Weg zur Echo-Höhle. Und ja, einfach damit ich meinen blöden Puck hier hinten loswerde. Wie heißt der? Aruka? Aruka, ja. Heißt er. Oh, du bringst direkt einen Quarz mit. Das ist aber schön. Davon brauchen wir leider vier. Aber okay. Erst einmal machst du das jetzt. Ich möchte ja den Apostle of Light Staff. Spirit Crystals habe ich genug. Beast of Decay Horn. Leider nicht so viel. Aber immerhin schon ein bisschen. Beast ist da. Ja. Muss ich auch mal gathern. Okay, das war ja klar, dass du das schaffst. Und dann geh mal die Minen explorern. So. Warum ich den im Übrigen noch habe, man kann ja Pucks abgeben. Warum ich den noch habe, ist ganz einfach. Es gibt später eine Quest, die sagt, du musst ihn jetzt freilassen. Wenn man den dann nicht mehr hat, ist das ziemlich blöd. Man kann einen anderen Puck dann hochziehen und freilassen, aber man muss damit, glaube ich, eine A-Wertung hinkriegen. Sonst zählt die Quest, glaube ich, nicht als bestanden. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man den am besten behält. Oh, und ich kann die Fidorian machen. So, also das ist auf jeden Fall relativ praktisch. Ups, nein! Ups. Whisper. Sorry. Hab mich außerdem verklickt. Whoopi. Sorry. Musste noch den Puck okay wegklicken. So, der Puck muss wieder da sein. So, jetzt aber. Danke. DPS, confirm. Wunderbar. Puck-Abi. Puck-Abi ist einfach Schere, Stein, Papier. Und hat eine ätzende Mucke. Ich bin tot. One hit! Sehr schön. Das Einzige, was ich gemacht habe, war den Puck. Einschlag abfangen. Hier, die Dinger müssen wir kaputt kriegen. Und. Ja, dann haben wir das Ding gewonnen. Die Mal. Oh, Sissitan! Oh, Sissitan! Shit! Da sterbe ich. Habe ich keine Chance, da komme ich nicht weg. Sissi, hau ab! Kein Boss, den ich jetzt gerade machen möchte. Aber wirklich kein Boss, den ich machen möchte. So. Oh nein, ein Miss. Also, blau schlägt grün, grün schlägt rot, rot schlägt blau. Schwarze Mark. Oh, der lebt auch noch. So, wo muss ich eigentlich hin? Achso, erstmal Ninas Textbuch zu Ende lesen. Okay. Das Ding fertig. Und collect embarrassing letter? Was muss ich jetzt wieder mit ihm machen? Then evil the fire
Moment. Take the picture they are to locate for this return. And then it has grown. This quest is. Please allow Akira to return to nature, then wait 60 minutes. You will receive a quest item from Akira in your mailbox. Wir haben es geschafft. In your mailbox. An embarrassing letter. Und dann nicht direkt rausgehen, sondern bis diese Meldung kommt. Wunderbar. Passt. Das. Das und einmal zum Altar. Hier gibt's nur leider keinen. Wunderbar. Baby-Koala. Wunderschön. Nicht wahr? Jetzt haben wir einen Baby-Koala auf dem Rücken. So. Wunderbar, diese Stille. So, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn ab? Ach, ist eigentlich. Also, es ist egal. Es ist wirklich egal, wo ihr den abgibt. Gehen wir da ab. Oh. Oh. Da hat sich aber jemand gegönnt. Luxury Royal Flying Yacht. Movement Speed plus 100%. Und ich glaube, es ist ein Fünfsitzer. Also zwei Sitzer habe ich genug. Ich habe aber, glaube ich, nicht mal einen Dreisitzer. Und geschweige denn Fünfsitzer. Also die Dinger sind super teuer. Waren sie zumindest, als ich das letzte Mal gespielt habe. Beziehungsweise geguckt habe. Da braucht man sich eigentlich gar nicht großartig drüber Gedanken machen, wenn man noch so low ist. Das ist das Gute. Es gibt wenig Sachen, die man jetzt unbedingt braucht. In der 70er Arena, also ich sag mal so, die meisten laufen halt auch in der 30er Arena rum mit vollem Glitzer um sich herum, aber sinnvoller ist es halt, dass man so, danke. Achso, Moment. Sinnvoller ist es halt, wenn man wenn man damit wartet. Also, weil da ist der Char noch nicht so weit, dass man sagen kann, yo, der wird gut. Let's the Spirit return to nature. Und da ist es Aruka. Okay, mach's gut. Und tschüss, weg ist er. Endlich. Endlich ist er weg. So. Wunderbar. Was machen wir jetzt mit dir? Du gehst weiter jagen, würde ich sagen. So. Du hast. Was eigentlich? Foragen hast du. Also, den muss ich halt auch komplett voll kriegen. Was eigentlich nicht so schwer ist. Also, ihr seht's. Das war jetzt ein Dreißigstel davon. Ein bisschen vom Weg abgekommen. Das war jetzt ein Dreißigstel davon, von dem, was ich machen muss. Das Ding kriegt man locker durch. Also, die Leute, die das Ding vorher abgeben, bevor es nicht... Ich find's bescheuert. Ich find's wirklich absolut bescheuert. So, also, naja. Jedem das seine, sag ich ja. Gut. Ach so, Senatsorder. Ja, ich muss das Ding mal loswerden. Ich muss das Ding wirklich mal loswerden. Die können mal dahin. Und dann Autosort wieder. Staff of Prophecy. Wie sieht's eigentlich aus? 336 gegen. Er hat sogar mehr. Ja. Ja. Wobei der hat nochmal Intelligenz plus
plus plus 9. Und ich brauche den Stab jetzt auch erst nochmal. Weil. Jetzt geht's rund. Stab. Erstmal den hier. Und dann direkt den hinten dran. Und hoffen, dass er klappt. Benutzt man auch nichts anderes außer den Rohstoffen, die man halt dafür hat. Also jeder, der da jetzt sagt, oh, du musst aber mit PKG da dran. Ganz ehrlich, die Rohstoffe sind so schnell gefarmt. Allerdings sollte er zumindestens gute Laune haben. Am besten sogar rot, aber naja, gut. Kann ich alles haben. Wunderbar. Achso, die Fidorian. Da hinten. Da hinten ist der. Geht auch ziemlich easy, habt ihr ja gesehen. Und vor allem, wenn ich den passenden Stab dafür, den werde ich vorher haben. Ja, komm schon. Gib mir was Gutes, gib mir was Gutes. Und du gibst mir... Oh mein Gott! Ah ne, ich wollte gerade sagen. Das ist der nicht. Malice ist das nicht. Scheiße. Ärgerlich. Wobei, es ist nicht so schlecht. Es gibt schlimmere Sachen. Vor allem gibt es schlimmere Sachen, weil ich Level 28 sein muss, bevor ich den nutzen kann. Verdammt. Vergessen. Der kann genutzt werden ab 26. Das schaffe ich sogar noch. Ja, wir nehmen den mal auch mit. Das ist, glaube ich, der nicht handelbare. Also es gibt, am Anfang gibt es, glaube ich, immer so zwei Item-Reihen. Entweder den handelbaren oder den nicht handelbaren. Und die nicht handelbaren sind auch am Anfang immer die, legendären. Also am Anfang sind die alle nicht handelbar. Muss man also alle selber machen. Du kannst das machen. Ja, der ist schon sehr viel besser. Sehr viel. Ja. Mach mal. Und wir machen noch einen einfach. Und den darf gleich er hier auseinandernehmen. Wie viel brauchst du eigentlich? 12.000. Das ist schon wieder meine Hausnummer. Wobei, das muss ich bis 50 hinbekommen haben, ne? Der hier geht nur bis... Ja, der geht auch nur... der geht bis 50. Danach muss ich den... mit Level 50 bringt der mir gar nichts mehr. Okay. Stuff. Ah, okay. Nee, du gehst mal bitte lieber mal wieder in die Minen. Perfekt wäre jetzt natürlich einer, der Mine und Hand hat und dann Relikte herstellen kann. Das wäre perfekt. Wenigstens Hunt ist hochgegangen. Foragen, bitte. So, weiter geht's. Conjurer Staff. Gegen Conjurer Staff. Wobei der hier schlechter ist, weil der keine Dings hat. Keine Fassungen. Also 6 Stück sind möglich.
Müssen nicht unbedingt sein, aber möglich sind sie. So, da wisst ihr ja. Schön hinten in die Ecke stellen. So, zack. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, und zack. Gib ihm Fessel. Einen schaffe ich noch. Und Magic Checker. Alter, du failst heute aber alles, ne? Please don't be angry, Master. Oh, nee, Negativ-Event. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ups. Es kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Was ein Vollidiot. Zack. Ach. Da. Gib ihm Fessel. So. Zack. Und nochmal Fesseln zur Sicherheit. Eins. Und nochmal die Eins. Und nochmal die Eins. Und jetzt die Magic Shackles. Oh, das geht noch? Hätte ich nicht gedacht. Dachte, die hätten den Bug, den, keine Ahnung, ob es ein Bug ist. Aber das Timing ist halt scheiße. Man kann, während der eine Zauber noch lädt, kann man schon den anderen Zauber anladen. Es ist super stark. Weil man dadurch eine unheimlich verringerte Cast-Zeit hat. Aber wie gesagt, ist super, immer aus dem Hut zu zaubern. So. Savage. Du Versager. Hä? Warum nicht? Warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Also im Normalfall habe ich ja hier alles drin. Da steht das dann eigentlich auch drin. Okay. Und warum bei dem nicht? Dann brauche ich den nicht. Feierabend. Weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Rotz. Und da brauche ich den Scheiß. So. Da ist mein Forage Skill nicht hoch genug. Salvage. Skill nicht hoch genug. Hm. Ärgerlich. So. Details. 25, 25, 21, 21. M-Equip muss ich mal nachziehen. Und das fängt, glaube ich, schon ab 26 an, die nächste Rüstung. 26, 27, 28, 29, 30 sind es, glaube ich. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Zu lange her. Ne, 29 gar nicht. 29 ist ja nix. 19, 18, der ist auf jeden Fall 20. 17. Kann sein, dass es erst ab 17 ist. Und dann 31? Das wäre schlecht. Dann muss ich nämlich dann den Klassenwechsel machen und dann dauert das noch eine ganze Weile. Wobei das Set ist sowieso eins der geileren. Die sind ziemlich cool.
Genau. Okay, der fehlt mir leider noch. Jawoll. Wollte gerade sagen, du bringst alles mit, ne? Ja. Und du, wie viel brauchst denn du? 4 Stück. Voll, ey. Ja, komm, kannst mit collecten. Wobei, du gehst dahin. Boah, ja auch. So. Ne, alles. Ne, dieses Mal. Ach komm. Ja. All Gunner-Talente. Was willst du denn mit allen Gunner-Talenten? Okay. Wie auch immer. Also, soll er mal machen. Was auch immer er damit vorhat. Was auch immer er damit vorhat, soll er machen. Und dann gehen wir jetzt gleich nämlich noch den hier ab. Und dann begeben wir uns dann erst in der nächsten Folge zwar, aber dann begeben wir uns in der nächsten Folge in den Puckwald. Bald ist es soweit, bald ist Level 30. Dann fängt der Scheiß mit PvP an, ey. Ja. Oh, ich brauch unbedingt. Mit. Unbedingt. Moment. Bevor ich jetzt was wegschmeiße, was ich vielleicht noch brauchen könnte. Was bist du? Hitrate minus 50%. Kann man, glaube ich, sogar noch gut nutzen. Ah, Moment. Ja. Ja. Ah. Ach komm, wir versuchen das. Ich werde jetzt noch mal hier den alten Stab im Endeffekt hochziehen. Weil ich die beiden ziemlich stark finde. Den hier. Auch den hier einmal. Also Bronzeohr. Bronzeohr und Moonstone. Und da brauche ich gar nichts. Also kann ich den eigentlich hier hinschicken. Das sind hier die brutalen Sachen zu farmen. Also die sind wirklich sehr, sehr schwierig teilweise zu kriegen. Ich brauche aber nur noch einen von. Passt also. Und bei dem anderen brauche ich eigentlich nur noch Erz, ne? Ja. Den werde ich dann durchkloppen. Habe ich das jetzt eigentlich abgegeben? Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht. Jetzt habe ich mich da drin so ein bisschen verloren. Hätte ich mal das Erz nicht weggeworfen. Achso, stimmt. Alles Versager heute. Alles Versager. So. Wo bist du? Wo seid ihr? Mit Ether, mit. Nee, da. Improved with Potion. Und. Verdammt. Waren das alle? Ah, okay. Okay, collect das. Okay. Okay, okay. Wunderschön. Lockjam. Jamming. Wunderbar. Passt alles. Gut, dann haben wir da noch eine Quest. Ich weiß zwar nicht welche, aber wir haben da eine Quest. Und ich muss unbedingt die beiden hier tauschen. Gegen größere. Es wird mal so langsam Zeit.
So. Moment. Ja, garantiert. Nehmen wir das. Klaus. Das war schön. Ach. Nee, ja, okay. Gut, kann ich sowieso nicht. Weil mir das noch fehlt. Hier, Bronze. Fehlt dir die Bronze noch? So. Und weiter geht's. Ich werde da jetzt noch ein bisschen weiter farmen, denke ich. Ah, sehr schön. Treasure. Rare Black Pearl. Ich habe sogar darauf angelegt, weil die Scherben, naja, sind später ganz praktisch, aber jetzt halt, oder helfen halt, den Collector voll zu kriegen. Aber im Moment brauche ich sie halt nicht. Gut. Dann gehen wir noch zusammen in den... Was ist denn das für ein Buff? Jug Monster Slayer. Proof of having defeated the Jug Monster. Ah, okay. Darf ich nicht nochmal eins machen oder was? Das wäre blöd. Weil damit kann man echt gut Geld farmen. Ist Lucky Star eigentlich? Ne, ist kein Daily. Details. Staff. Wooden Staff. Könnten wir machen. Aber ich brauche einen anderen. Deswegen. Auf geht's. Den dafür, dann dafür, da habe ich dann auch alles außer Bronze und das gut, das wird was. Ich bin mir sicher, das wird was. Und hier könnte ich wahrscheinlich gleich sogar schon, wenn er noch mal eine von den Früchten mitbringt vom Moos, dann kann ich da auch schon den nächsten Start machen. Achso, hier diese Pearl ist dafür da, um verkauft zu werden. Also für nichts anderes ist sie zu gebrauchen. Man verkauft die und kriegt dafür, ich weiß gar nicht, 50 Gold oder so kriegt man für die Pearl. Also die sind irre praktisch, die Dinger, um Geld zu farmen. Die ganzen Treasures. Und Black Swamp. Ah, joho. Direkt die erste Quest. So, jetzt müsste ich doch genug haben, zumindest für den ersten, oder? So, welcher ist denn besser? Die Root of Darkness? Eigentlich der Mana Messenger. Der meiner Meinung nach stärkere von beiden. Grün. Versuchen wir's. Hoffen wir's. Wird schon klappen. Das sage ich zu oft, ich weiß. Das sage ich zu oft, dass das schon klappen wird. Aber ich bin ein hochmotivierter Mensch. Sehr schön. Und? Hat geklappt, sage ich doch. Easy. War ja nur ein weißes. So, Steph. Achso, du brauchst wieder. Brauchst wieder Erz. Ja, dann geh mal. Los und besorg dir Erz. Da hoch müsste der sein, ne? Ja! Hier haben wir einen. Senats Order. Machen wir das.
Du. Okay. Wo haben wir. Also das mache ich jetzt kurz noch. Damit wir wissen, wie viel es ist. Was die Black Pearl hat. An Wert. Ich glaube, das ist sogar einiges. Oh. Sieht sehr cool aus. Muss man ja sagen. Und es sind 5 Gold sogar noch. Waren das damit 50 Gold? Ich weiß, da gibt es unheimlich viel davon. Oh. Ja, die sehen auch cool aus. Aber meine ist halt einfach besser. Die ich mache. Müsste doch jetzt reichen für... Okay, gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ich den Stab hoffentlich habe. Out of Stamina. Ja. Crystal Cakes, bitteschön. Wenn ich den Stab dann hoffentlich habe, oder... Ach komm, das schaffst du noch easy. Easy in der Zeit. Und dann würde ich sagen, habe ich schon mal einen sehr viel stärkeren Stab als das, was ich jetzt habe. Ja. Passt. Und was ist es? Ja. Gut, jetzt muss ich nur Level 26 werden. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, kennt das Ganze ja. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Grand Fantasia. Haut's da rein, bis dahin. Ciao, ciao.